Leute, hinter uns sind einfach heiße Quellen und ich bin so aufgeregt, wir gehen da jetzt rein und ja, wärmen uns ein bisschen auf, es ist nämlich ganz kalt. Weil das ist halt einfach was, was wir noch nie im Leben erlebt haben und es ist richtig cool. Man muss dazu sagen, dass es nach Schwefel stinkt, aber wir saßen seit wie lange saßen wir nicht mehr irgendwie so in heißem Wasser und unsere Finger sind ganz schrumpelig. Das ist ja ein ganz schönes Highlight für uns. So, die Freude währte nicht lange. Naja, bei den heißen Quellen bin ich irgendwie auf dem, ich weiß nicht, da stand irgendwie so ein Stück Metall raus und ich bin natürlich genau mit meinen schönen weichen Füßen von den aufgeweichten Quellen darüber gescheuert. Und jetzt mussten wir zum ersten Mal den Verbandskasten benutzen, das ist ja total kompliziert. Und dann fragt man sich, was man überhaupt tun muss. Da ist man, einmal braucht man sie, da sind die Ärzte nicht mehr da, Katharina und Jan. Heute hätten wir euch... Jetzt tut's aber weh. Echt? Ja, habe ich es zu fest gewickelt? Nee, das glaube ich nicht. So, warte mal, jetzt müssen wir das da noch draufkleben. Soll ich halten? Ja, wickel ich einfach einmal schön drum, oder? Ich glaube, Hasi, du musst halt schlafen. Scheiße. So, okay. Das ist schon doll. Zu feste? Du hast doch gesagt, ich soll es fest machen. Nee, ist gut, aber. Oh, ist so. Scheiße. Oh, oh Gott, Hasi. Ach, der Fuß. Es geht aber schon ein bisschen besser. Ich humpel halt noch, weil das ist halt an so einer blöden Stelle. Es ist praktisch, wenn das der Fuß ist, ist es hier vorne so. Das heißt, ich kann nicht richtig abrollen, weil es dann ein bisschen weh tut. Aber egal, wir sind gestern noch ein ganzes Stück weitergefahren. Wir sind jetzt so auf dem zweiten Drittel auf der Strecke von Athen nach Thessaloniki. Also wir sind kurz vor Thessaloniki, weil das ist unser nächstes Ziel. Wir haben da wieder was mit Luna vor. Wir müssen zum Tierarzt. Wir müssen uns vorbereiten für unseren nächsten Stopp. Das heißt, wir müssen erstmal nach Thessaloniki. Aber oh, heute ist so schönes Wetter. Wir haben 18 Grad, es ist Anfang Februar, wir sind am Strand. Also es ist schon ganz schön schön. Und Luna hat wieder mal einen kleinen Freund gefunden. Nicht nur Andres Fuß ist kaputt, sondern auch Schweinchens Fuß ist kaputt. Luna hat den aufgekaut. Oh nein. Und es hat so lange schon gehalten. Wie lange hält das jetzt schon? 2-3 Monate? Mhm. Und sie hat es immer eigentlich vorsichtig behandelt, aber heute Morgen sind dran rumgekaut. Jetzt gucke ich mal, ob ich das genäht kriege. Ach, komm schon. Au. Nee, ah. Oder? Du sollst dich nicht auch noch verletzen. Was hast du denn gemacht? Ich habe mir die Nadel in den Nagel gehauen. Oh. Aber das ist so hart. Haben wir nicht irgendwas, was ich... Ein Fingerhut? Ein Fingerhut? Mhm. Michelle und Jan hätten bestimmt einen Fingerhut dabei. Tada! Ist halt abgeknabbert. Dort auf dem Bauernhof ist da auch so, sind mal eine Kuh drauf getreten. Hallo, mir geht's wieder super. Ich bin wieder fertig verarztet. Guck. So, Laura kam gerade vom Spazieren wieder und schaut mal, was sie mitgebracht hat. Ein paar kleine Welpen. Oh Gott, die sind einfach mit zu uns gekommen. Ja, die sind mir die ganze Zeit hinterhergelaufen. Lunas Freund von heute Morgen hat einfach eine Familie, von der er noch nichts verraten hat. Gestern noch so schönes Wetter, wir haben geschwitzt, richtig, ne? Und heute, was sind jetzt gerade? 7 Grad?
Regen, olles Wetter. Also wirklich gestern 19 Grad oder 18, heute 7. Oh Mann, das ist ein ganz schöner Unterschied. Und deswegen fahren wir jetzt weiter Richtung Thessaloniki und kurz vorher. Und oh, dann wird uns auf der Fahrt wenigstens warm. Ja. Oh, wir mussten einmal kurz halten. Eine kleine Bäckerei und wir haben wieder ein paar Mistissimo Sachen gekauft. Ein leckeres Olivenbrot, Sesambrötchen und dann hier diese geilen Stangen, auch mit Oliven. Und dann haben wir noch ein Brot gekauft und wir sind gerade einfach bei 59.999 Kilometern. Das heißt, wir schaffen gleich die 60.000 Kilometer. Yes! Oh, guck mal, wie langsam ist es. Oh, Ost! 60.000 Kilometer! Also, wir sind jetzt kurz vor Thessaloniki angekommen und es ist so ein krasser Wind auf einmal. Morgen geht's nach Thessaloniki und wir stehen jetzt hier gerade so an unserem Platz und warten eigentlich auf jemanden, weil wir kriegen Besuch heute. Und da kommt einfach so ein LKW vorbeigefahren. Und wer ist es? Die Rumpeltours. Die haben wir jetzt schon zum wievielten Mal zufällig getroffen? Zum dritten Mal. Zum dritten oder vierten Mal haben wir sie zufällig getroffen, sonst immer auf dem Peloponnes. Und die sind jetzt auch in dieselbe Richtung, in die wir unterwegs sind. Wir verraten es immer noch nicht, aber es ist ein bisschen gemein, ne? Dass wir das nicht verraten. Aber ja, witzig. Hallo. Hallo. Wer seid denn ihr? Rumpeltours. Angie. Romy. André und Müsli da unten noch. Ja, die Kamera. Der kleine. Der kleine Hund. Der kleine Hund. Nicht vergessen. Genau. Zusammen sind wir Rumpeltours mit unserem Laster unterwegs. Wie lange seid ihr schon unterwegs? Ach so, seit Ende November 2018. Voll cool. Ja. Und ihr wart schon in Afrika? Genau. Ne? Bisher Grenze Guinea-Bissau gewesen, also ganz im Süden vom Senegal, kurz davor schon. Und sind dann wegen Wärme wieder umgedreht. Zu warm? Ja, für den Hund. Es waren durchgängig über 40 Grad und das war ein bisschen viel. Genau. Und dann sind wir langsam wieder Richtung Norden. Haben Marokko nochmal in Ruhe 4 Wochen erkundet. Alles ist gut gemerkt. Das ist gut. Dann kann es losgehen. Ja, über Spanien und Deutschland wieder zurück und jetzt Richtung Mongolei unterwegs. Von vornherein Afrika vororten haben wir uns halt für den LKW entschieden. Und es hat sich auch bewährt bisher so ziemlich. Zeig doch mal, was ihr hier so habt. Also was uns halt wichtig war, ist, dass wir Durchgangsbreite vernünftig haben. Wir kannten das aus alten Wohnmobilen, das mit einem Hund und wir hatten am Anfang noch 2 Hunde und mit, das ist halt nervig. Also dann hinter der Küche und kommst nicht vorbei, wenn einer kocht und so. Deswegen haben wir darauf geachtet und das wird ein bisschen zurückversetzt. Ansonsten hier Küche. Das sieht im Moment ein bisschen schäbig aus hier vorne, weil wir vorher einen Dieselherd drin hatten, den wir jetzt nicht mehr haben. Da mussten wir das jetzt ein bisschen anpassen und dann muss noch eine Leiste noch mal drüber. Ja, viel Stauraum, Süßigkeiten, ganz wichtig. Süßigkeiten. Oh Mann! Ausgerechnet den! Jetzt kennen wir ihn. Im Eingang haben wir das Bad. Das ist recht üblich ja eigentlich. So ein, hast du eine Schmutzschleuse gleichzeitig und ja, es spart auch viel, viel Raum, weil du sonst in diesen Eingangsbereich einfach nicht nutzen kannst. Ist glaube ich 1,20 Meter lang und ab 80 tief, also vernünftige Duschgröße. Wir haben dann einfach hier einen Vorhang, den wir hier aufhängen an 4 Haken. Ja, Toilette ist da, Trockentrenntoilette, kennt man mittlerweile glaube ich auch ganz gut. Hat sich sehr bewährt, um auch immer wieder zu machen. Dann halt großes Bett, 1,60 x 2 Meter Festbett, das war uns wichtig, weil wir halt auch zu dritt drin schlafen. Sehr, sehr schön. Und wo geht's für euch als nächstes hin? Ja, Mongolei, ne? Mongolei. Also wir fahren jetzt, wir sind ja gerade in Thessaloniki mit euch zusammen. Zufällig? Nein, wirklich zufällig. Und ja, morgen einkaufen nochmal in Thessaloniki, Hundefutter auffüllen und dann geht's zackig Richtung Türkei weiter. Und wieder runter in den Süden schnell. Weil hier ist doch ein bisschen kühl. Ne? Ach Gott, und gerade quatschen wir noch mit den Rumpels. Da kommen schon die nächsten. Ich glaube, man sieht das jetzt gerade gar nicht. Die stehen hinter uns. Ja, und zur Feier des Tages haben wir einfach Linsendal für alle gekocht. Yummy?
Freut ihr euch wieder mit uns zusammen zu sein? Klar, wir werden bekocht, Leute. Nur ein ganz bisschen Reis. Ja, nur ein bisschen. Okay, aber ich würde sagen, wir lassen es jetzt schmecken, oder? Ja. Lecker. Es ist schon der nächste Tag und wir hatten einmal gestern noch einen super schönen Abend mit Michelle und Jan. Wir haben eigentlich nur zusammen gegessen und gequatscht und wir werden jetzt auch wieder eine Weile zusammen unterwegs sein. So ist jetzt erstmal der Plan. Und nochmal zu den Rumpeltours. Die haben auch einen YouTube-Kanal, wir verlinken euch den mal, also checkt die mal aus. Familie unterwegs im LKW, falls euch das interessiert. Und wir gehen jetzt auch nochmal kurz rüber, um den Premium-Blick zu haben auf Flamingos, die einfach draußen sind. Das ist so cool. Also von hier kann man sie so ein bisschen sehen, aber nicht so gut. Darum schauen wir nochmal hier aus dem Aussichtsturm bei den Rumpels. Und dann los! Wir waren gerade beim Tierarzt, weil wir was brauchen, um weiterreisen zu können mit Luna. Und zwar ist das halt so ein Tollwut-Antikörpernachweis. Ja, das Problem ist jetzt gerade, dass die Tierärztin meinte, das letzte Mal, als sie das gemacht haben, hat die Auswertung von diesem Test, das passiert in Athen, die senden die Probe also ein, 2,5 Monate gedauert hat. Und 2,5 Monate würde uns halt so einen richtig schönen Strich durch die Rechnung ziehen, weil wir im Juni in Deutschland sein müssen. Und ja, wir können nicht 2,5 Monate hier warten, weil dann passt es halt einfach gar nicht mehr in unseren Zeitplan. Und jetzt hoffen wir, dass es irgendwie nur 2-3 Wochen dauert. Das ist natürlich irgendwie ein ziemlich schönes Ziel, ne? Also wird schwierig. Ja. Das ist ein bisschen frustrierend irgendwie. Und vor allem, wir hatten jetzt letztens auch so einen Temperatursturz, irgendwie von den einen Tag 20 Grad zum nächsten Tag 9 Grad. Und ich fühle mich auch irgendwie ein bisschen krank. Also irgendwie hoffe ich, dass das jetzt nur die Kälte so ein bisschen ist und wieder weggeht. Das wäre halt auch nochmal kacke, ne? Ist gerade irgendwie ein bisschen deprimierend, ja. Weil der war halt auch echt teuer. Ah ja, stimmt. Das könnten wir auch noch erwähnen. Hat 80 Euro gekostet. Und so im Internet steht, dass sowas in Deutschland 35 bis 50 Euro kostet. Also ist schon mal nochmal ein Batzen mehr hier. Aber gut, wir brauchen das halt. Und ja, super. Ja, wir sind von der Botschaft immer noch so ein ganz, ganz klein bisschen deprimiert. Aber wir haben uns jetzt einen Plan gemacht. Also wir wissen, wie wir weitermachen wollen. Und ja, wir wollen einfach da ganz oft anrufen. Also wir wollen jetzt direkt nächste Woche einmal anrufen und fragen, ob die Probe da ist und nachfragen, wie lange es denn dauert. Vielleicht können die uns andere Zeit geben. Dann danach wollen wir auf jeden Fall, keine Ahnung, wöchentlich mindestens anrufen und fragen, wie weit das ist. Weil es kann nicht sein, dass das 2,5 Monate dauert. In Deutschland dauert so ein Test ungefähr 2 Wochen. Und ja, wir hoffen, dass das ein bisschen schneller geht. Sonst, wir sind jetzt hier in Thessaloniki auf, es ist fast wie ein Campingplatz. Also es ist ein Zubehörshop für Campingartikel und auch irgendwie Karawane kann man hier kaufen. Und hier darf man halt kostenlos auf dem Grundstück stehen und darf Strom benutzen und hat Wasser und man könnte auch waschen. Und wir haben nämlich unseren Heizlüfter aufgestellt, weil es ist unfassbar kalt geworden draußen. Wir hatten irgendwie die Nacht minus 2 Grad, tagsüber wird es auch irgendwie nicht zweistellig. Ist gerade irgendwie so eine Kaltphase, die wir auch abkriegen. Auch mal im schönen Griechenland wird es kalt. Ja, deswegen Heizlüfter ist aufgestellt, uns ist warm. Morgen geht es für uns weiter. Wir erkunden Chalkidiki. Chalkidiki. Weiß ich nicht, wie man es genau ausspricht, aber ist ja auch wurscht. Dann werden die Videos auch, glaube ich, ein klein bisschen spannender wieder, weil in diesem ist jetzt eigentlich so viel passiert. Wir haben einfach nicht so viel gemacht. Wir hoffen trotzdem, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt ja mal einfach einen Daumen nach oben geben und vielleicht schreibt ihr was Nettes in die Kommentare, was uns ein bisschen aufmuntert. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und ja, bis dann. Tschüss. Ciao. So Leute, dieser Creep hier, der kann ungefähr für 10 Stunden nicht blinzeln. Das muss ich jetzt auf Kamera festhalten. Also, auf die... Machen wir? Okay, auf die Plätze. Fertig. Los. Und damit alle wissen, dass es kein Standbild ist, muss ich jetzt die ganze Zeit reden. Oh Gott, du siehst so creepy aus. Ha ha ha.
Oh Gott. Oh, du bist nicht normal. Ich mach doch gar nichts. Ich chille einfach so vor mich hin. Ja, ohne zu blinzeln. Hä? Ich halte das doch nicht immer 20 Sekunden gerade. Hä, wir sind hier bei... Die Aufnahme ist jetzt schon 50 Sekunden. Ist doch nicht gesund, oder? Oder nicht? Hallo? Blinzel! Ich werf gleich was nach dir. Deine Ader da in der Stirn kommt schon raus. Warum? Weil du dich so anstrengen musst. Ich streng mich gar nicht an. Jetzt blinzel, verdammt nochmal. Das ist so creepy. Wieso? Geht das?